Herzlich willkommen zu einem neuen Video und heute wollte ich euch mal ein bisschen zeigen, was ich mir für Manga geholt habe am Manga Day. Der ist nämlich heute, bedeutet es gibt so ein bisschen Rabattaktionen, generelle Aktionen in den verschiedenen Läden und halt unter anderem auch diese und halt solche kleinen Versionen vom Manga, die schon mal rausgekommen sind, die jetzt demnächst rauskommen. Einfach so verschiedenes Zeug, wo man sich jedes Mal ein bisschen was ausruhen konnte. Ich habe mir diese vier geholt, das ist einmal Dracula. Das ist nämlich von dem Macher, der auch The Climber gemacht hat. Das kommt, glaube ich, nächsten Monat. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber ich glaube, es kommt im November. Dann noch Mononogatari, weil es cool aussah. Kila, das ist von einer deutschen Mangaka. Wollte ich mir eigentlich erst den Band kaufen, aber dachte so, weiß nicht, will jetzt nicht zu viele neue Sachen anfangen. Deswegen einfach diese kleinere Version davon. Und iShield 21 ist schon ein bisschen älter, geht halt um Football. Und das sieht halt mega cool aus. Ich kann mal ein bisschen durchblättern. So dick sind die Bände immer. Weiß nicht, ist ungefähr so die Hälfte von einem normalen Band. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Aktion. Aber, wie schon mal gesagt, ich habe mir auch noch andere Sachen geholt. Und zwar einmal Blood on the Tracks, Band 1 bis 7. Ich habe vorhin auch schon die ersten beiden Bände gelesen. Es geht halt um so eine komische Beziehung von Mutter und Kind. Und nach dem ersten Band dachte ich mir so, ist okay. Ich meine, so Ushimi hat jetzt nicht so die krassesten Zeichnungen. Also es passt halt zum Vibe. Aber ich fand es so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Aber das Ende vom zweiten Band fand ich komplett geisteskrank. Also da dachte ich echt so, what the fuck, Alter. Und ich wollte eigentlich am liebsten weiterlesen. Kostet jetzt 10 Euro, aber ist jetzt auch nicht so viel Text. Also man sitzt da so eine Viertelstunde vielleicht dran, 20 Minuten, je nachdem, wie krass man sich damit beschäftigt. Aber ist jetzt nicht viel zum Lesen. Muss man sich halt überlegen. Ist auch was sehr, sehr Eigenes. Aber ich bin auf jeden Fall hyped auf die anderen Bände. Dann habe ich mir noch die ersten drei Bände von Blue Box geholt. Sollte halt so Romance-Sportding sein. Er spielt halt irgendwie, was ist das? Federball? Es ist Federball, keine Ahnung. Und sie spielt Basketball. Und Basketball ist halt immer geil, deswegen habe ich da auch schon Bock. Und es sieht halt sehr cool aus. Ich finde vor allem, die Zeichnungen sehen eigentlich immer ganz clean aus. Ich mag immer eigentlich solche clean Zeichnungen. Dann habe ich mir noch Colorless geholt. Geht irgendwie darum, dass irgendwelche Menschen in Monster verwandelt worden sind. Klingt ein bisschen klassisch, aber ich habe schon aufgehört, dass es sehr gut sein sollte. Und es sieht halt auch eigentlich ganz cool aus. Hat halt auch so einen Hochglanz. Fühlt sich auch sehr edel an. Kostet halt auch dementsprechend 12 Euro. Aber ich bin eigentlich sehr hyped darauf. Ist bis jetzt nur der erste Mann draußen. Dann auch relativ neu, Zetman. Hatte ich mir letztes Mal nicht geholt. Habe ich mir jetzt heute geholt. Ist so ein Doppelband, ist halt sehr dick. Kostet 18 Euro. Ist halt so eine Superhero-Geschichte. Also könnte eigentlich ganz cool sein. Ich finde, er sieht auch sehr nice aus. Worum es genau geht, kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe nur einfach immer gehört, dass es sehr gut sein sollte. Und es sieht halt einfach fresh aus. So. Und deshalb dachte ich mir, hole ich mir mal. Dann habe ich mir noch die ersten beiden Bände von Mr. Nobody geholt. Geht halt um so ein Kriminalfall und er zweifelt so ein bisschen an seine Vergangenheit. Klingt ein bisschen so wie Killer Inside, aber ja, ist halt auch so ein bisschen in so einem größeren Format. Fühlt sich auch sehr edel alles an. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Sieht halt auch sehr nice aus von den Zeichnungen. Freue mich auf jeden Fall drauf. Dann eins meiner absoluten Highlights und zwar Jovantore von Daniel Eichinger. Hat man jetzt auch schon oft gehört, wurde ja sehr viel drüber gesprochen. Ist ja von einem deutschen Mangaka. Habe ich jetzt sehr viel Bock drauf eigentlich. Ich finde, das Cover sieht doch eigentlich schon sehr nice aus. So. Also das Cover, das kennt man auch schon seit 2 Monaten oder so. Also ich freue mich da schon echt lange drauf. Hat man halt schon sehr viel Gutes von gehört. Ich pack's jetzt hier aus. Oh, mit Prinz in der Erstauflage sehe ich hier gerade. Krank. Oh, so ein Shikishi ist dabei. Nice. Das ist noch dabei. Fresh. Ey, sowas mag ich immer so in der Erstauflage. So sieht das ungefähr aus dann, vom Style. Bin ich auf jeden Fall hyped, ich habe auf jeden Fall Bock, mehr deutsche Mangaka zu unterstützen. Dann habe ich mir noch zwei Werke von Junji Ito geholt, zwar einmal Tom Town, das ist jetzt auch neu, und Uzumaki. Uzumaki sollte ja eigentlich so das bekannteste Werk von ihm sein. Kommt jetzt, glaube ich, auch bald so ein Anime raus, der genauso sieht wie der Manga irgendwie. Ich glaube, das ist auch von Adult Swim, ne? Habe ich auf jeden Fall auch Bock drauf. Remina fand ich ja auch nice. Und ja, ich denke, das wird auch ganz cool auf jeden Fall werden. Dann habe ich mir noch einen One-Shot geholt, und zwar Imanon. War, glaube ich, vor 3 Monaten oder so, war das sehr viel im Gespräch. Habe es mir irgendwie nie geholt und heute sah ich es im Regal und dachte so, jo, kann ich mal mitnehmen. Es geht halt um so ein mysteriöses Mädchen. Und was ich vorhin gelesen habe, ist, Imanon heißt einfach No Name rückwärts. Also, keine Ahnung, mir ist es irgendwie nie aufgefallen. Und dann habe ich mir noch 3 Fortsetzungen geholt, und zwar Sakamoto Days. Das kommt ja auch diesen Monat raus, bin ich auf jeden Fall hyped. Genauso wie Mashal, Band 8. Und ich habe mir noch den letzten Band von Attack on Titan geholt. Damit bin ich mit Attack on Titan auf jeden Fall dann durch mit dem Reread. Habe ich auf jeden Fall auch sehr Bock drauf. Ja, es sind im Endeffekt mehr Manga geworden, als ich eigentlich holen wollte. Ich lese auf jeden Fall jetzt erstmal Blood on the Tracks und dann Jovantore, denke ich. Was habt ihr euch so geholt am Manga Day? Gab ja verschiedene Aktionen, verschiedene Rabattaktionen oder halt mit diesen kleinen Versionen. Fand ich auf jeden Fall ganz nice. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und ciao.